Liebe Leute, willkommen auf Twitch, nachher auf YouTube bei den Abenteuern mit unseren Schotten. Wir sind unterwegs in den Benelux-Ländern, den künftigen. Das heißt, da wo heute Belgien und Frankreich liegen. Und in diesem Teil des Raumzeit-Kontinuums das neue Schottland liegt. Unser Flügel der Schotten halt auf der richtigen, auf der falschen Seite des Ärmelkanals. Das ist die richtige, das ist die falsche. Da müssen wir ein bisschen aufräumen, machen wir gerne. Viele Leute auf Twitch auch da, sehe ich gerade, so um die 573. Willkommen, liebe Grüße an euch und auch an die YouTube-Leute, die gerade zugucken. Wir zeichnen wie immer live auf. Matsuman, der Community-Moderator, lässt sich entschuldigen, heute nicht mit dabei, hat familiäre Verpflichtungen. Mit anderen Worten, ich kann machen, was ich will. Ich kann, ohne nachzudenken, ohne jemand, der mit billigen Argumenten kommt, mit Zahlen oder mit Daten, machen, was ich will, draufschlagen und einfach mal machen und dann grübeln. Vielleicht. Oder ich weiß es nicht. Mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, um Gottes Willen, dann war es das mit dem Raubzug unserer Schotten. Ich hoffe, es funktioniert. So, wir machen gleich weiter. Gehen hier unten rein, auf eine Runde weiter und erforschen in einer Runde einen kleinen Kampfbonus. Diplomatische Sichtbarkeit wird dann ansteigen. Das heißt, wir können besser kämpfen gegen andere Fraktionen. Und die Aufklärung ist auch in einer Runde dran. Bis dahin können wir noch billige Einheiten modernisieren. Salpeter ist immer wieder ein Thema. Wir gucken mal, wir kaufen von Harald Hardrode immer Salpeter. Ob das im Augenblick möglich ist? Nein, er hat alles verbraucht. Das ist doof. Das ist echt doof. Dann, er war das doch, oder? Ich glaube, von ihm kauften wir, glaube ich, immer Salpeter. Das heißt, er kann mittlerweile auch Salpeter selber benutzen für Bombarden und oder für Musketiere. Stadtstatus glücklich, aber nicht begeistert. Ressourcen. Salpeter, keine weitere Quelle. Der ist zu teuer. Das machen wir nicht. So, dann müssen wir noch eine andere Sache machen. Und zwar, ich soll euch von Matsumanix, wie gesagt, lieb grüßen. Und er hat noch zwei Ideen. Idee Nummer 1. Hier im Camelot, da ist ja dieser Steinbruch. Wo wir die ganze Zeit uns überlegen, was machen wir mit dem? Matsumanix sagt, WB macht den weg. Weil darunter ein super anziehungskräftiges Geländefeld ist. Und wenn wir dort einen Alcazar hinsetzen würden, dann würden wir da bekommen jede Menge Kultur und jede Menge Wissenschaft. Kultur sowieso fix immer 2 und Wissenschaft abhängig von der Anziehungskraft und das ist schon sehr cool. Wir würden etwas Produktion in Camelot verlieren, nämlich die 3 Produktionspunkte, die es hier gibt. 24,1, das ist schon überlegenswert. Das wären so über den Daumen vielleicht 12% alles von all dem, was hier entsteht. Aber man könnte es machen. Spätestens dann, wenn die Zuflucht kommt, dass man die hier auch bauen kann, weil dann steigt ja nochmal alles an, auch mit Produktionsgeschichten. Das ist die Idee von Matze. Frage, was haltet ihr davon? Ich habe mich schon kleiner gemacht, Wittland. Was haltet ihr davon? Dass wir auf die 3 Produktionspunkte hier verzichten und stattdessen, also man kann damit auch irgendwas boosten, was man baut, dass wir stattdessen auf noch mehr Wissenschaft und Kultur gehen. Da sind wir mittlerweile bei plus 130. Unser Problem ist tatsächlich, dass wir bei der Forschung mittlerweile so ungefähr auf Weltlevel sind. Der einzige Unterschied die Portugiesen, aber bei der Gesamtzahl der Technologien auch noch deutlich hinterherliegen. Nein, nicht mehr wirklich, wir haben auch schon aufgeholt. Aber das wäre nicht doof. Wir erforschen zwar viele Campus-Distrikte. Hey, Jim Rayner ist im Chat. Liebe Grüße an René. Anziehungskraft hier vor Ort ist bei 7. Das ist extrem gut. Die hier daneben, die Felder, die würden zwar theoretisch, das ist die Anziehungskraft, auch noch verbessert werden davon, wenn man den Steinbruch wegmacht. In der Praxis aber nicht, weil die sind schon atemberaubend. Also das ist hier eigentlich dafür egal. Wir können ja mal gucken, wir ziehen den mal hier hin, den Handwerker, und schauen mal, wenn demnächst irgendein cooles Bauprojekt hier ansteht, ob man es dann macht. Und Matsumanix meinte, hier oben, hier links läuft da irgendwo ein Siedler rum, der Gallier, ob wir den nicht versuchen zu mopsen. Das war, hatte er auch noch als Idee. Ah, unsere Renner leiden. Man bietet uns Frieden an, am Biorix. Und bietet uns dafür an, 5 Gold, 30 Runden lang, und dass wir die Städte, die wir schon besitzen, behalten dürfen. Vielen lieben Dank für nichts am Biorex. Das ist echt eine Frechheit. Ich weiß jetzt schon, wenn wir den mal gefangen nehmen sollten, das Erste, was ich mache, ich lasse dem den Schnurrbart abrasieren. Das lehnen wir natürlich ab.
Wir wollen als nächstes Alesia angreifen. Das sollte auch nicht mehr so lange dauern, dass wir die Stadt einnehmen können. Haben sehr viel Gold. Das sammeln wir weiterhin, vor allem für entweder den Kauf von Universitäten oder dafür Einheiten zu verbessern. Heureka für die Was der Wissenschaftstheorie, Schießbolzen für Druck. den Krieg getan hat, tat der Buchdruck für den Geist. Und jetzt können wir etwas besser kämpfen gegen die Reiche, die diese Stufe der Sichtbarkeit noch nicht dadurch bekommen haben, dass sie den Druck noch nicht erforscht haben. Verbotene Stadt, Weltwunder bauen wir nicht, Weltwunder erobern Denn wir. alles gegen die Natur ist auch gegen die Vernunft. Und was gegen die Vernunft ist, ist Unsinn und zu verwerfen. Das ist egal. Verschiedene Wirtschaftskarten, das bringt mehr Annehmlichkeiten. Das ist für uns egal. Mehr Wissenschaft von Campusgebäuden, ja. Bringt aber nur dann was, wenn die Städte entweder mindestens 15 Bürgerpunkte haben oder mindestens 4 Nachbarschaftsboni, die Campusdistrikte. Das wird kaum zutreffen im Augenblick bei uns. So, jetzt haben wir noch einmal die Gelegenheit, Geld auszugeben. Hier ist eine Wirtschaftskarte weggefallen, Geld auszugeben für Einheiten und dafür dabei Geld zu sparen. Und da gucken wir mal, ob wir das irgendwo machen wollen. Wir haben leider nur 6 Salpeter. Wir bräuchten 10 Salpeter, um nochmal eine Einheit zu verbessern. Und schauen mal, ob uns mittlerweile irgendjemand etwas Salpeter abgeben würde. Wir könnten 4 Salpeter versuchen, von Johann zu bekommen. Und könnten dann preiswert nochmal einen Tribok verbessern oder was auch immer. Er will nicht handeln. Er hasst uns. Dann schauen wir mal, ob wir mittlerweile Friedrich Barbarossa erforscht hat, dass man eben eine Allianz andrehen kann. Leider nicht. Ja, dann ist doof. Dann nehmen wir die einfach raus. Wir gucken, ob wir irgendwas befördern können, auch ohne Rohstoffe. Aber das sehe ich im Augenblick nicht, was das sein könnte. Die Tribocke würde ich gerne befördern. Da fehlt das Salpeter. Da ist nichts da. Nach der Aufklärung der nächste Schritt. Das geht schön schnell. Ein weiterer Gouverneurstitel. Mehr Bauernhöfe baubar. Wunderbar, immer nicht eine coole Handwerkerkarte. Theaterplätze besitzen wir kaum. Nee. Alles nicht so spannend. Eigentlich ist der Gouverneurstitel wichtiger. Wir holen uns wahrscheinlich eh beide. Wenn wir einen wollen, brauchen wir mindestens das hier. Das braucht das hier. Das braucht auch das. Da müssen wir hier unten lang gehen. Das wären 6 Runden. Dann beginnen wir mal mit dem Gouverneurstitel und schauen mal, ob wir den sinnvoll einsetzen könnten. Den Krieger zum Landsknecht befördern möchte ich nicht, weil der Krieger, du meinst wahrscheinlich der, der irgendwo hier rumgeistert, der ist nur die Krieger. Wir haben ganz viele Krieger, die benutzen wir dafür, René, dass wir derzeit zahlen wir ja keinen Unterhalt für. Krieger sind unterhaltsfrei, dass wir die postieren in den Stadtzentren und mit der Garnisonskarte, die wir oft drin haben, dann geben die plus 1 an Annehmlichkeit. Und dafür, das ist am coolsten, das zu machen mit einer Einheit, die keinen Unterhalt kostet. Und dafür sind all die Krieger da. Also, das sind die jetzt zu befördern. Das braucht man nicht. Ist echt nicht nötig. Und ich stelle zu meiner Überraschung fest, dass es gar nicht geht, die zum Landsknecht zu befördern. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man könnte die dann zum Landsknecht machen, wenn nicht genug Salpeter da ist. Das überrascht mich gerade. Dann schauen wir noch mal weiter rein bei. Bauwesen kommt jetzt bei den Gouverneuren. Ja, dann könnten wir Moksha uns holen und Moksha würde dann in irgendeiner Stadt, wo wir ihn einsetzen, 2 Annehmlichkeiten geben und 4 Wohnraum. Das klingt cool. Das kann er aufgrund des Regierungsplatzes, den wir entsprechend ausgebaut haben. Das heißt, der Gouverneurstitel wäre wirklich sehr cool. Klick nochmal hier drauf. Stadtstatus, alle glücklich. Mit welchen Karten wollen wir arbeiten? Eine Wirtschaftskarte wird frei. Die können wir rausschmeißen. Die lassen wir drin. Eine Wirtschaftskarte kommt dazu. Wir haben 5 Handelsrouten. Das heißt, der Dreieckshandel würde uns geben 20 Gold mehr. Gunst kann man nicht mehr verkaufen. Das ist eine wichtige Einnahmequelle gewesen, die fällt weg.
Liberalismus wäre möglich, um mehr Annehmlichkeiten zu bekommen. Die Frage ist nur, die im Schnitt eine Annehmlichkeit pro Stadt, die wir dann bekommen, würden es dir helfen, aus glücklichen Städten begeistert zu machen? Nein. Begeistert ist man, glaube ich, bei plus 5 Annehmlichkeiten in den Städten. Ne? Ab plus 3 ist man glücklich, ab plus 5 nicht. Andererseits, hier sind teilweise plus 3 drin und es gibt überall Bevölkerungswachstum. Das heißt, wir könnten den Glücklich-Status auch absichern, indem wir bei wachsenden Bevölkerungszahlen diese Annehmlichkeitenkarte reinpacken. Das wäre ein Grund dafür, die zu benutzen. Das heißt, dann gehen wir doch hier hin und packen rein in den Liberalismus hier hin. Dann haben wir einen Platz hier noch frei, für was auch immer. Was man machen könnte, wäre die Logistik. Das wird uns helfen bei den vielen Einheiten, die wir haben. Wir haben hier zu viele auf zu wenig Platz, die schneller voranziehen zu können, sodass wir schneller zu den Städten kommen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Das sollten wir, glaube ich, machen. Der Stadtstaat Genf hat Salpeter, Mitch ja, aber der Stadtstaat Genf, aus irgendeinem Grund kam er da nicht ran. Ich weiß nicht mehr warum. Gucken wir uns gleich nochmal an. Also so, das finde ich eigentlich eine coole Idee. Wir können natürlich auch jederzeit Salpeter-Karte reinnehmen. Dadurch bekommen wir ein Salpeter mehr statt plus 2, 3. Aber wegen eines Salpeters führe ich nicht, platziere ich, haue ich nur in extremen Notfällen irgendwo eine Karte rein und block was. Da habe ich eigentlich keine Lust zu. Ich glaube, so passt es jetzt. Hans Zuckerbein, danke dir fürs 18. Aber schon. Weiter werde ich machen. Danke dir. An unseren Hans Zuckerbein. Sauron, Twitch, danke dir fürs 3. Abo. Hallo Sauron. Auch an dich, danke. Die Bedienstetenkarte. Ja, die ist viel cooler. Ah ne, die hier unten. Ja, dann, also beide brauchen wir nicht zeitgleich. Die bringt die Annehmlichkeit und die auch. Eine der beiden brauchen wir, nicht beide. Jetzt die Frage, was packen wir hier unten hin? Also die... Was könnte man auf den Jokerplatz hinstellen? Mehr Einflusspunkte. Für mehr Gold, Dreieckshandel. Eine mehr. Dreieckshandel, um mehr Gold zu kassieren. Das wäre eine Option. Die Frage ist also, ist uns die eine Annehmlichkeit wichtiger oder die, ist uns das Gold wichtiger oder die Fortbewegung? Wir gucken mal kurz auf die Fortbewegung. Das sind hier, mittlerweile sind wir auf nicht mehr in hügeligem und waldigem Terrain. Das war hier oben. Das heißt hier so. Das heißt, das sieht alles flach aus. Das heißt, bei 2 Bewegungspunkten kommen wir 2 Felder voran. Bei der Logistikkarte 3 Felder, wenn wir in den eigenen Grenzen starten. 5 Runden bis zum Bauwesen. Die Eroberung der Stadt dauert 2, 3, eher 3 Runden. Und bis dahin agieren wir gar nicht im eigenen Terrain. Die Logistik greift, wenn man im eigenen Terrain startet. Das heißt, wenn wir die einsetzen würden, hätten die 3 Bewegungspunkte. Hier die Stadt nur 2 und kämen entsprechend auch weiter. Ich glaube, ich verzichte mal aufs Gold und will lieber schnell mal alles erobern. Ich setze mal auf Logistik. Das finde ich angenehmer. Das heißt, wir gehen hier oben rein auf die Annehmlichkeiten. Und hier unten gehen wir rein auf die Logistik. Damit wir einfach schneller unterwegs sind. Das sollte uns sehr helfen, weil das ist so ein Kuddelmuddel hier, das ist ganz schrecklich. Im Chat wird angesprochen, das Thema Genf erobern von René. Das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon länger diskutiert. Und hatten das verworfen. Ich muss nur kurz gucken, warum. Genf ist beeinflusst, unter anderem auch von uns. Und wir kassieren hier für unsere Universitäten, von denen wir etliche haben, mehr Wissenschaftspunkte. Hauptargument, Suzerän ist Harald Hardrade, der einzige Allianzpartner von uns. Deshalb machen wir das nicht. Suzerän werden dauert zu lange. So viele, da bräuchten wir 5 weitere Gesandte. Und wir haben im Augenblick keinen einzigen auf Vorrat. Das kommt leider nicht in Frage. Ja, das stimmt, Zwergelstern. Genf erobern wäre gegen die Genfer Konvention. Da steht da irgendwo drin, hast du recht. Das wurde ja bei denen ausgestellt. Die Mächte aller, alle Länder hatten ihre Delegierten da und die haben das irgendwo ins Kleingedruckte reingeschmiert. Haben die anderen versehentlich unterschrieben. Ja.
Technologiebaum, nächster Schritt. Gerne irgendwas mit, wo der Sozereien-Bonus da ist. Mehr Gold durch Fischerboote. Das bringt uns das Gold, was wir gerade verloren haben, so ein bisschen ein, weil wir nicht unsere Handelswege geboostet haben. Karavelle baubar, die braucht man auch zwei Karavellen für irgendeinen anderen Boost. Das gefällt mir, das machen wir. Jetzt bauen wir hier vorne weiter. Mit Genf kann man nicht handeln, Mitch, das geht nicht. Mit Stadtstaaten kann man keinen Handel treiben. Also man kann Handelsrouten hinschicken, aber man kann nicht sagen, gib mir bitte strategische Ressourcen. Das geht nicht. Amsterdam, Campus gebaut. Stimmt, die Stadt wird repariert. Dann reparieren wir jetzt die Bibliothek, weil wir unter anderem, weil wir in Genf souverän sind, bekommen wir ja nicht nur plus zwei, sondern plus vier Wissenschaft sogar. Loyalität hier bei minus eins. Wer das Monument repariert, wäre das weg. Allerdings durch die Eroberung von Alesia bauten, bauen wir so einen Loyalitätsdruck auf, dass dann die fallende Loyalität in Amsterdam eh kein Thema mehr ist. 79 Punkte. Das goldene Zeitalter sollten wir schaffen. 6 Punkte fehlen uns in 13 Runden. Wahrscheinlich Zeitalterwechsel. Zu den Widmungsboni gehören unter anderem, dass unsere Händler nicht geplündert werden können. Und dass der Kauf von Händlern, Handwerkern und Siedlern begünstigt wird. Mit Glaubenspunkten können wir viele Dinge einkaufen, zum Beispiel Händler. Und wir haben ein goldenes Zeitalter, okay. So, dann arbeiten wir hier uns langsam vor. Die haben hier einen Pikenier, einen Trimbock. Das sind alles nur große Persönlichkeiten. Das sieht cool aus. Mhm. Ein Lager ist in schussreicher Weite von Alesia nur eines von, nämlich das hier. Das ist vorher zwei Geländefelder ausweit. Dann fahren wir erstmal mit den Bombarden. Einmal. Reduziert massiv sowohl die Stadtmauer als auch den grünen Balken, der zu einem gelben wird. Feuerfrei von hier. Das ist sehr wichtig gewesen, beides. Jetzt der blaue Balken fast weg. Mit den Tribocken können wir leider nicht feuern. Die sind nicht nah genug dran. Weiteren Bombarden nicht. Da können wir vielleicht mit dem Armbrustschützen die Mauer wegbomben. Indem wir, ne, und dann müssen wir doch noch einmal... Ah, die Stadt ist auch nicht belagert. Da müssen wir aufpassen. Wir bräuchten hier eine Einheit. Wenn eine Einheit hier steht, dann ist die Stadt belagert. Den würde ich gerne wegschießen. Er muss fliehen. Er kann feuern. Den Tribok kriegen wir klein. Wenn wir darüber ziehen, wir müssen eigentlich dahin ziehen, um die Stadt zu belagern. Denn jenseits von jedem Flussufer müssen die Kontrollzonen gegeben werden. Wir müssen also eine Einheit auf diese Seite des Flussufers bringen. Dann sind rundum Kontrollzonen. Dann erscheint hier ein so ein durchgestrichenes Herz und dann gilt die Stadt als belagert und der Lebensbalken steigt nicht mehr an. Also den müssen wir wohl oder übel hier von dieser Seite aus wegschießen. Schafft der das im Alleingang? Nein. Ja, dann können wir den Tribok... Schafft der den Tribok? Er schafft den Tribok. Ja, einmal Tribok beschießen. Mit ja. Nein. Erst muss der Pikenier weg. Der hat Priorität. Den schicken wir, fallen wir einmal von hier aus. Einmal hier hin. Pikenier ist wichtiger als Tribok. Wenn der Pikenier eine Stadt reinzieht, boostet der dessen Kampfstärke. Bei der Tribok auch, aber bei weitem nicht so stark. Deshalb muss der Pikenier ausgeschaltet werden, bevor er sich in eine Stadt reinstellt. Der Armbrustschütze sollte von da aus nicht angegriffen werden können, denn der Tribok hat zwar zwei Bewegungspunkte, kann aber nur feuern, nachdem er
wenn er noch alle Bewegungspunkte hat. Das heißt, er kann zwar einen vorziehen, aber kann dann nicht auf den Armbrustschützen feuern. Und irgendjemand anders kann auch nicht auf den feuern. Suzerain von Genf ist unser Alliierter. Niemand feuert auf den. Jetzt kommen wir mit der Einheit hier hin. Jetzt gilt die Stadt wieder als belagert. Ah, mit ihm können wir auch vor. Wir gucken mal, ob wir reinkommen. Nächste Runde kommen wir rein. Wir kommen diese Runde schon rein. Vielleicht kommen wir diese Runde sogar schon rein. Zu wem gehört das Lager? Zu Alesia. Ich hätte gar nicht rüberziehen müssen, das war ein Fehler. Der hat die Stadt eingenommen, da habe ich mich verguckt. Wenn wir mit dem hier runterziehen, auf die Beförderung verzichten. Wir haben ja überall geplündert erstmal. Also bis auf die Bauernhöfe haben wir, glaube ich, überall geplündert. Hier auch. Ich glaube, wir haben das hier mal nicht geplündert. Können wir da noch schnell plündern? Mit dem hier? Nee, weil er ein Ritter ist. Ich glaube, wir kommen da nicht rein. Nee, diese Runde kommen wir nicht mehr rein. Der Musketier rechts kommt nicht in die Stadt rein. Ach ja, wir haben ja die Logistik mit den 3 Bewegungspunkten. Dann kann das Tribok auch feuern. Wir haben 3 Bewegungspunkte. Aber die gelten erst ab der nächsten Runde. Wir haben die Logistik deshalb noch nicht. Wenn wir jetzt die Logistikkarte eine Runde vorher drin gehabt hätten, dann hätten wir 3 Bewegungspunkte statt 2. Dann wäre das alles hier ein Klacks. Schaffen wir diese Runde leider nicht. Aber nächste. Jetzt ist auch, jetzt kann die Stadtmauer auch nicht mehr feuern, der Balken ist weg. Aber das erlaubt uns hier noch ein bisschen zu plündern zu Beginn der nächsten Runde. Diese Plantagenfelder, das gehört zu der Stadt unten, aber das sollte Ziduvo Dorum zu Alesia gehören. Das können wir nachher plündern. Snitschko, danke dir fürs Cheeren. Hallo Snitschko. Sehr lieb. Kugor, danke dir fürs 14. Abo an Kugor. Hi. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem hier noch nach oben ziehen, mit dem hier können wir hier plündern, da und da. Wir plündern die heilige Stätte erstmal. Ja, immer hier hin. Der muss erstmal heilen gleich. Der braucht 3 Bewegungspunkte zum Heilen. Er hat 5. Den kriegen wir. Na, der muss, der kann nicht weiterziehen. Einmal hier hin. Einmal plündern, 178 Glauben. Einmal befestigen. Einmal hier hin. Einmal plündern, 178. Einmal befestigen, dann haben wir ein Minimum an Bonus und der muss aus der Reichweite von Divodorum raus, sonst stirbt er uns leider. Den packen wir mal hier am Rand. Ah, dann kann das Tribok eventuell auf ihn feuern. Da müssen wir noch weiter weg. Oh, wohin denn? Hier hin. Da kann niemand auf ihn feuern. Oh lala, der wird versuchen, ihn anzugreifen. Eine Söldnereinheit von Venedig ausgehoben, aber die kommt nicht rechtzeitig hierhin, um zu helfen. Hier müssen wir gleich noch eine Einheit platzieren zum Plündern.
kommen wir aber nicht rechtzeitig hin. Wir könnten mit ihm... Ziehen wir mal hier hin. Der schlängelt sich hier vorbei. Mit Genf? Ach so, das wäre da. Sind wir mit Genf alliiert? Ich glaube also, wir sind mit Harald Hardrada alliiert und der ist wiederum Suzerän von Genf. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass wir mit Genf alliiert sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, spieltechnisch führt das nicht dazu, dass er da besser heilt. Also nach meiner Erinnerung führt das nicht dazu. Suzerän ist Harald, nicht wir. Das wird nicht klappen. Der Gedanke ist witzig, so über Bande. Hast mich auch gerade ins Nachdenken gebracht, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Mit ihm können wir jetzt hier vorziehen. Hier können wir schon gleich nachher reparieren. Nächste Runde. Der bleibt hier stehen. Der kann auch schon mal zum Reparieren rüber eilen. Wir haben keine Straßenverbindung, deshalb dauert das so lange. Wir bieten dem mal viele Ziele. Zieht mit dem hier vorne hin. Ah, da kann es Tribok feuern. Ist egal. Wir bieten den mal viele Ziele und gucken, ob das gut geht. Einmal bis hier. Der bleibt hier. Ja, ich denke mir mittlerweile, dass es doch keine gute Idee ist, den Steinbruch zu entfernen, weil, wie gesagt, das sind so etwa 12% Produktion, die wir verlieren mit den 3 Produktionspunkten. Das ist mir im Augenblick zu früh, vielleicht irgendwann mal, aber im Moment nicht. Ab ins Wasser. Wanzer, danke fürs Cheeren. Der Belagerungsturm bleibt hier vorne. Bock noch ein Stückchen weiter vor. Der Landsknecht, mal wieder keinen Platz zum Vorziehen. Ebenfalls keiner. Der Musketier, da hinten sollte eigentlich ein Krieger rein. Denn wir haben die... Nee, wir haben die Garnisonskarte im Augenblick nicht rein, aber da sollte ein Krieger hin. Das ist ein Krieger. Der kann zum Heilen auch schon mal vorziehen. Ein Krieger, einer, noch einer da hinten. Der Krieger hier ist zum Scouten da, beziehungsweise um die Stadt nachher zu belagern. Den Musket hier drin stehen lassen ist ein bisschen schade. Jetzt ziehen wir den Landsknecht rüber. Die sollen nachher sich hier austauschen. Hier ist voller Loyalität, da kann man den rausziehen. Hier unten lang und er zieht hier gleich rein. Hier wollen wir auch scouten. Ziehen mal zurück. Hier scouten wir ebenfalls. Mit ihm sollte man immer auf ebenem Terrain starten, weil der dann mehr Bewegungspunkte hat beim nächsten Mal. Ein Bonusdorf lacht uns an. Hier könnte man noch einen irgendwas Cooles bekommen. In dieser späten Spielphase. Bin mal sehr gespannt, was.